Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute habe ich den Season 10 Launch Trailer für euch, auch wenn viele von euch den vielleicht schon kennen, zeige ich euch den nochmal. Es gibt eine klitzekleine Analyse, auch wenn der Trailer über 3 Minuten geht. Ich habe die Fähigkeiten von der neuen Legende hier für euch. Ich habe nochmal feurige Details zur neuen Waffe. Ich habe die Map-Rotation sowohl für Arenas, Arena Ranked, den Ranked Battle Royale Modus. Was habe ich noch für euch? Und noch ein paar einzelne Einzelheiten. Hallo. Ja, noch ein paar andere Details, wie zum Beispiel die Ranked Belohnungen aktuell, wie der Ranked Modus in Arena funktioniert und so weiter und so fort. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer. Ich bin vorab jetzt schon mal gespannt, was ihr davon haltet. Und habt ihr noch nicht abonniert oder einen Daumen da gelassen, würde ich mich jetzt schon darüber freuen. Wie gesagt, zwischen 40% und 50% von euch sind regelmäßig am Start, haben noch nicht abonniert. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr meine Mühen damit belohnt. Viel Spaß beim Trailer. Change. I see it in everything. I see it in a boy. Rocked by tragedy. Transform his pain and defy reality. I see it in the warrior who must choose between their new life and the annihilation of their home. I see it in a girl, tortured by revenge, embrace hope when love awakens her heart. See it in me, a boy born under a bad omen, turn his tale into a legend. Change is relentless, but that does not mean it cannot be beautiful. Fight it and fall. Accept it and rise above. So, wir kommen zu einer kurzen Analyse. Ich gehe nicht den kompletten Trailer durch, damit es nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Auf was ich eigentlich hinaus will, ist einerseits die neue Waffe, die ganz kurz mit einer gewissen Fähigkeit gezeigt wird, wer es übersehen hat. Und die Fähigkeiten von Seer. Ist anfänglich, wenn man den Trailer ein bisschen schaut, ein bisschen unklar. Aber die erste Fähigkeit ist die taktische. Wie sie heißt, kann ich aktuell noch nicht sagen. Aber er kann mittels dieser kleinen Drohnen, die in seiner Brust sind,
Gegner spotten. Hier sieht es ursprünglich so aus, als könnte er vielleicht quasi den Rauch oder das Gas von Core Stick quasi neutralisieren und durchgucken. Aber er kann quasi, Moment, das kann ich ja auch mal noch einblenden. Moment, ein wenig Geduld. Dann habt ihr das auch in Textform. Hier ist es. Das ist quasi die taktische Fähigkeit. Sendet Drohnen aus der Brust von Seer, die die Position des Feindes entdeckt und verfolgt. Das ist hier aus dem Trailer her nicht ganz so gut sichtbar, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Legende und macht meiner Meinung nach Bloodhound ordentlich Konkurrenz. Bevor wir zu den nächsten Fähigkeiten von Seer kommen, kommen wir erstmal zur neuen Waffe, der Rampage LMG. Die Gerüchte stimmen tatsächlich. Achtung! Hier entsteht quasi eine Thermitgranate. Diese Thermitgranate können wir in die Rampage LMG reinpacken, wie bei der Sentinel mit den Schildzellen. Und dann, und das ist quasi noch jetzt so das Gerücht, ich gehe davon aus, dass man dann für ein paar Schuss Brandmunition hat. Das sieht man aus dem Trailer leider noch nicht raus, ist auch noch nicht bestätigt, was da jetzt genau passiert, aber es kann eigentlich nur so sein, dass, sage ich mal, die ersten paar Schuss einen Brandschaden über Zeit wie bei einer normalen Thermitgranate machen und so der Gegner, wenn er wenig Energie hat und dann vielleicht ein, zwei Schüsse abkriegt und um die Ecke läuft, in Deckung geht, sich vielleicht heilen will und der Schaden über Zeit ihn dann um die Ecke bringt. Schönes Wortspiel. Hier, man sieht halt leider nicht beim Einschlag, hier beim Einschlag, klar, hier in der Mitte sieht man lauter Funken, könnte man jetzt tatsächlich denken, dass es Brandschaden ist, aber gerne in die Kommentare, wenn ihr eine andere Idee habt. Ich wüsste nicht, was jetzt hier der Sinn hinter dieser Aufladung sein soll, wenn es nicht Brandschaden ist. Hier kommen wir zur ultimativen Fähigkeit, bevor ich die aber erkläre, die passive Fähigkeit. Passive Fähigkeit, ganz wichtig, die wird hier nämlich nicht klar definiert. Ihr kennt aus dem aktuellen Season 10 Legenden-Teaser. Auf beiden Maps findet ihr diesen Container, der auf dem Boden liegt. Da hört ihr so einen Herzschlag. Und genau dieser Herzschlag ist die Fähigkeit, wenn ihr im Visier einer Waffe seid, also nicht aus der Hüfte, ihr müsst wirklich im Visier sein und in der Nähe eines Gegners Visier, den ihr vielleicht nicht seht, der sich vielleicht in einem Gebäude aufhält, dann hört ihr so eine Art Herzschlagsensor. Kennt ihr vielleicht auch aus Call of Duty, da gibt es verschiedene Waffen, wo es so einen Herzschlagsensor gibt, beziehungsweise hier im Spiel, wenn es dann in der Nähe ist, wo ihr drauf zielt, hört ihr so eine Art Herzschlag und ihr wisst, ungefähr in dieser Richtung muss ein Gegner sein. Ist eine sehr, sehr interessante Fähigkeit und hier, da ist man aber erstmal gespannt, auf welche Reichweite und wie weit im Blickwinkel der Gegner sein muss, damit das funktioniert. Und hier ganz klar, ich mache erstmal Play. Hunderte von diesen Motten oder eben von diesen Mikrodrohnen, wie man so schön sagt, erzeugen diese Kuppel, die nicht gerade sehr klein ist. Ich zeige es euch nochmal und das hat folgenden Effekt, ganz simpel eigentlich, aber aus dem Hause Bloodhound, also erstmal sehr, sehr groß dieser Wirkungsbereich und es könnte tatsächlich sein, aber noch nicht bestätigt, dass das 15 Sekunden hält. Müssen wir dann sehen, ob das wirklich so ist. Markiert, und das seht ihr hier, diese Footsteps und diese Bewegungen, die wir durch die Wand seht, das ist quasi so eine Art Scan und ihr könnt die Gegner durch die Wände sehen, wie es eben beim Bloodhound-Scan auch der Fall ist. Nur, dass ich hier denke, dass das länger hält und solange die sich in dieser Kuppel befinden, könnt ihr auch die Steps und den Gegner weiter verfolgen. Und erst wenn der aus der Kuppel raus ist, der Gegner oder das Squad, erst dann seht ihr den nicht mehr. Als nächstes habe ich den Ranked Split in Season 10 für euch. Und zwar ist das folgende, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Olympus ist für Season 10 erstmal draußen, zumindest ranked. Noch ist nicht bestätigt, ob Olympus wirklich für die ganze Season raus ist. Auch wenn ich es persönlich sehr, sehr hoffe. World's Edge, erster Split, zweiter Split. Kings Canyon, ich habe gleich auch noch die Ranked-Belohnung für euch. Habe ich ja schon erzählt. Wir haben drei neue Arena-Maps, und zwar heißt die erste auf Kings Canyon, das sind wieder diese Point of Interests von den einzelnen Battle Royale-Maps, einmal Hillside. Kann mir einer auf die Sprünge helfen? Was ist auf Kings Canyon? Bitte Hillside. Diesen Spot kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht ist es ein Schreibfehler und soll Crashside, also ganz nördlich, so ein Spot sein, weil Hillside als einzelne Betitelung einer Map oder eines Punktes auf der Map kenne ich gar nicht. Dann haben wir Oasis, das ist der Spot, den ihr jetzt hier gerade seht auf der Karte, und World's Edge, der Dome,
sollte klar sein, das ist dieser Spot, habe ich mal noch fix eingeblendet. Und wie gesagt, der Spot auf Kings Canyon, das ist mir gänzlich neu, dass es einen Spot gibt, der Hillside sich nennt. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ihr wollt. Ranked Belohnung. Und das ist wieder was ich extremst kritisieren muss. Wahrscheinlich hat das EA oder Respawn absichtlich so gemacht. Wir sollten ja in Season 8 für Season 9 einen völlig anderen Dive Trial bekommen. Und in Season 9 zum Start haben wir diesmal nicht erfahren, wie der Dive Trial aussehen soll. Was ich sehr, sehr schade finde und keiner so richtig wusste, wenn es wirklich nur um den Dive Trial geht, für was wir uns hier eigentlich den Hintern aufgerissen haben. Ich für mich persönlich finde, der Dive Trial sieht zumindest optisch als Standbild sehr, sehr geil aus und hätte vielleicht mich ein Stück weit mehr motiviert, Ranked zu zocken, so wie es in Season 8 der Fall war. Und auf einmal war es ein Dive Trial, der aus Season 4 war, was ich sehr, sehr schade fand. Map-Rotation in Arenas. Sowohl Standard-Arenas als auch Ranked soll dieselbe Map-Rotation haben, wenn ich das hier richtig rauslese. Party-Crasher, Face-Runner und Overflow sind in der Standard-Rotation und alle zwei Wochen wechseln sich wieder die Battle Royale-Maps ab. Kings Canyon, World's Edge, Olympus. Und es steht aber nicht geschrieben, was mit den anderen Battle Royale Maps wie zum Beispiel Artillerie jetzt erstmal passiert. Möglicherweise werden die drei Maps in Season 10 erstmal rausfliegen. Ist eine Vermutung von mir. Als nächstes haben wir den Arena Ranked Modus. Da gibt es noch mal ein paar einzelne Informationen. Es gibt keinen Rückstufungsschutz. Heißt ganz einfach, wenn du vielleicht gerade Gold erreicht hast und spielst die Folge Runden einfach schlecht, dann kannst du auf Silber fallen. Nicht wie im Battle Royale Modus, Arena Modus meine ich. Also da gibt es keinen Schutz, finde ich an sich gar nicht so schlecht. Besonders hält es aber trotzdem, wenn du eben zum Beispiel Diamant erreicht hast und kurz vor Ende der Season fällst du runter auf Platin, dann hast du trotzdem die höchstmögliche Belohnung erreicht. Wie die Belohnungen aktuell aussehen, keine Ahnung, werden wir sehen. Es scheint auch keinen Split zu geben, was ich eine feine Sache finde und ich würde es nach wie vor geil finden, wenn das auch im Battle Royale Modus nicht der Fall ist, sondern dass einfach nur die Map sich ändert. Was habe ich noch? Als nächstes habe ich noch ein paar Informationen, wie die Wertung im Arena-Modus funktioniert. Nicht die Punkte selber, sondern es ist wieder so, dass wir von Bronze bis Predator aufsteigen können und es gibt aber zu Anfang und auch allgemein einen unsichtbaren MMR-Score, was auch immer MMR bedeutet. Ich habe keine Ahnung, der entscheidet im Hintergrund, gegen wen du zockst. Du spielst anfänglich 10 Platzierungsspiele, um deine erste MMR-Bewertung zu erhalten, um festzustellen, auf welchem Niveau du gegen welche Leute wahrscheinlich matchmaking-technisch antrittst. Wie das dann weiter verläuft, keine Ahnung. Da müssen wir mal gespannt sein. Und es gibt keine Eintrittskosten wie AP und es gibt auch keine Erfahrungspunkte oder AP-Punkte, also Arena-Punkte für Kills. Was wichtig ist oder was einzig und allein zählt, sind Siege. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Je stärker euer Gegner im Vergleich zu euch ist, also je mehr Punkte der Gegner hat, desto mehr Punkte bekommt ihr, wenn ihr gewinnt. Je schlechter der Spieler oder der Gegner im Vergleich zu euch ist, quasi je weniger Punkte er im Vergleich zu euch hat, je weniger Punkte bekommt ihr auch. Also scheiß Gegner, scheiß Punkte, krasser Gegner, krasse Punkte. Ganz einfach. Mehr gibt es hier heute gar nicht zu sagen. Ich denke, es ist aber eine ganze Latte an Informationen, die sehr, sehr interessant für Season 10 sind. Und am 22. gibt es die Gameplay-Trailer-Premiere. Wird es natürlich auch auf meinem Kanal wieder geben. Zeige ich euch. Vielleicht schaffe ich es das sogar zu streamen. Lasst euch mal überraschen. Wenn dann auf Twitch natürlich. Wer Bock hat, da noch vorbeizuschauen, würde ich mich freuen. Am Sonntag gibt es den nächsten Livestream. So gegen 17 Uhr würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, so kurz vor Start. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Daumen da lassen, Abo da lassen und so weiter und so fort. Haut rein. Ciao.